So, willkommen auf dem Kanal vom Rostumwandler, auch bekannt als der Karl. Und da so viel nachgefragt wurde, will ich euch heute mal ein Video zeigen, was so mit dem Polo alles passiert, den ich von Max bekommen habe. Da haben wir das gute Stück. Ich habe ihn jetzt hier mal in die Garage von meinem Vermieter gestellt. Der hat die mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Und jetzt werden wir die Kiste mal hochheben und werden mal unten drunter gucken. Weil irgendwie habe ich den Verdacht, dass hier jede Menge Kühlwasser verloren geht. Hier unten liegt auch schon irgendwie ein Tropfen. Da sieht man es. Und wenn ein Tropfen hängt, dann kann man mit Sicherheit rausfinden, wo das herkommt. Weil der Christian, der das Auto vorher besessen hat und schon Max verkauft hat, hat hier an diesem Thermostat das schon neu abgedichtet. Und dann haben wir ja noch das Problem, dass die Kühlmittelanzeige im Instrumentenbrett nicht funktioniert. Aber da gibt es einen einfachen Trick, wie man das überprüfen kann. Da habe ich ein bisschen im Internet nachgeschaut und da gibt es die Möglichkeit, diesen Sensor mit einem Widerstand zu überbrücken. Und dann müsste eigentlich die Anzeige im Armaturenbrett ausschlagen. Ansonsten wäre entweder das Kabel kaputt oder die Anzeige, die Temperaturanzeige selber wäre kaputt. Und rausgefunden habe ich, dass dieser blaue Stecker hier, der ist für das Motorsteuergerät und der schwarze Stecker, der ist halt für die Kühlmittelanzeige. Und dann war ja in dem Fahrzeug ja jede Menge Wasser reingelaufen, als Max das hatte. Und bei mir war das nicht anders. Auf dem Nachhauseweg hat es sehr viel geregnet. Und da hatte ich dann hinterher wirklich 2 Zentimeter über dem Teppich Wasser im Fußraum auf der Fahrerseite. Und das habe ich schon mal gefunden. Da ist nämlich hier, das sieht man jetzt hier, dieser schwarze Penüppel, dieser Dichtgummi an diesem schwarzen Haubenzug, der war nicht eingesteckt. Der war ungefähr so 6 Zentimeter hochgeschoben und das Loch hier war völlig offen. Und dadurch, dass hier sehr viel Laub drin lag, das habe ich jetzt mal grob rausgeholt, hat sich hier ein bisschen das Wasser gestaut, weil das Ablaufloch da hinten in der Ecke war nicht ganz offen gewesen. Und jetzt ist also zumindest kein Wasser mehr nachgelaufen. Im Kofferraum war ja auch Wasser drin gewesen. Und ich habe jetzt die letzten 3 Tage hatte ich das Fahrzeug vor der Tür stehen, hier mit dem Heizlüfter drin. Jetzt ist hier im Kofferraum alles trocken. Und dann ist aber hier hinten, sieht man das, das ist jetzt hier, wo die Stoßstange befestigt ist, beziehungsweise das muss ich mal anschauen, wenn ich die Stoßstange abbaue. Hier ist halt eine ziemliche Durchrostung drin, sogar mit einem Loch. Das ist alles sehr krümelig und das hier war auch patschenass gewesen. Also ist hier wohl während der Fahrt Wasser reingelaufen. Ich habe auch gelesen, dass die Ablaufschläuche vom Schiebedach angeblich an der Tür rauskommen sollen. Aber so wie es aussieht, gehen die hier hinten entlang und gehen irgendwo unten im hinteren Bereich vom Kofferraum. Das habe ich mir auch noch nicht angeschaut. Aber ich werde halt heute mal alles prüfen und werde halt so mir das Auto in Ruhe mal anschauen, was ich alles so feststellen kann, was also an dem Fahrzeug nicht in Ordnung ist. Na gut, da könnt ihr dabei sein. Mal gucken, inwieweit ich alles filmen kann. Ein paar Sachen werde ich halt nicht filmen. Wenn ich langweilige Arbeiten mache, zum Beispiel Auto hochpumpen oder sowas, das braucht man ja nicht zu filmen. Es reicht ja dann, wenn es, werde ich nämlich als erstes tun, jetzt gleich hier das Auto mal anheben und 2 Böcke drunter stellen. Das Auto ist jetzt hochgebockt und sicher untergestellt. Ist zwar ein bisschen Overkill hier mit diesen Stützen, aber die haben halt früher hier an LKWs geschraubt. Ich habe jetzt nichts anderes da, muss halt, aber es funktioniert. Vor allem hat man jetzt hier eine schöne Arbeitshöhe und kann jetzt hier wunderbar drunter arbeiten. So, gucken wir mal. Ich habe leider keine schöne Opel Calibra Rücksitzbank. Bei mir muss ein Stück Pappe herhalten. Gut, jetzt gucken wir mal, wo die Tropfen, die hier auf dem Boden sind, wo die jetzt herkommen. Ja, man sieht doch, dass das leicht rötlich ist, weil ich hatte ja Kühlmittel eingefüllt. Ah ja, ich glaube, da sieht man schon was.
Also hier in der Ecke ist es feucht und auch das Plastik sieht man nicht so gut. Also hier hängt auch ein bisschen Feuchtigkeit. Und wenn man jetzt mal genau hier hingeht, ja, ich weiß nicht, ob man es auf dem Bild erkennen kann, aber hier in den Kühlrippen, da hängt so ein bisschen rotes Material. Das ist eindeutig, dass hier Kühlflüssigkeit austritt, weil es ist ja auch nicht viel. Ne, die letzten 700 Kilometer, die ich gefahren bin, da habe ich lediglich ein Dreiviertel Liter Wasser nachfüllen müssen. Und nach dem undichten Flansch, also irgendwas ist hier an dem Kühler. Weil da kann man sowieso nichts reparieren bei diesem Plastikzeugs, also muss ein neuer her. Und so gesund sieht er halt nicht mehr aus. Na, wenn man jetzt mal hier guckt, da sieht man auch schon hier die roten Stellen. Also da ist ziemlich faul der Kühler. Da müssen wir wohl einen neuen machen. Muss man halt sehen, ob ein gebrauchter Kühler reicht oder ob man halt einen ganz neuen kaufen. Aber ich bin froh, dass wenigstens das Kühlwasser zum Beispiel nicht in den Brennraum läuft. Weil das wäre nicht gut. Gucken wir mal, was wir sonst noch so sehen. Oh, da hat wohl jemand ein bisschen Hohlraumschutz reingesprüht. Aber so vom Rost sieht er echt nicht schlecht aus, ne? Wenn man jetzt hier mal guckt, so ein bisschen Kantenrost ist hier dran. Aber schlimm ist das nicht. Sieht noch wirklich sehr gut aus. Was ist das denn? Ah, da hat wohl jemand einen Temperatursensor gehabt. Irgendwie so ein Thermometer, so eine ganz dünne Zwillingsschlitze. Und beim Ausbau ein bisschen nicht drauf geachtet. So, gucken wir mal hier. Die Antriebswellenmanschetten, die sehen noch sehr gut aus. Ja, die Bremsen, kann man das erkennen? Irgendwie vom inneren Tragbild her ist das noch okay. Ja, müssten wir mal gleich mit dem Äußeren vergleichen. Die Belagstärke, ja, da werde ich wohl das Rad abbauen müssen. Ja, das hier ist Wasser, was hier hängt. Hier ist ein bisschen Öl. So, aber jetzt kommt's. Oh ja, also hier ist der Motor ganz schön verölt. Und zwar nicht wenig. Das kommt hier alles von oben runter. Da können wir gleich mal oben gucken, ob man was erkennt. Aber richtig viel. Da hängt ja hier an der Lichtmaschine hängt ein fetter Tropfen. Das ist wohl die einzige Stelle. Und das geht jetzt alles hier nach hinten. Auch hier vorne. Also kommt hier komplett über die gesamte Breite, kommt hier Öl von oben runter und läuft dann hier unten entlang und dann kennen wir das Spielchen ja unter dem ganzen Auto bis nach hinten sozusagen. Wie sieht denn die Schaltung aus? Bisschen ausgenackelt. Muss man sich mal an der Schaltbox angucken, ob das da ausgeschlagen ist, weil es lässt sich mal gut schalten, aber die Rückwärtsgangssparre ist ziemlich locker. Aber wenn man sich dran gewöhnt hat, dann ist das halt, da kriegt man die Gänge auch so rein. So, der Katalysator sieht auch noch gut aus, zumindest so von außen. Rappeln tut er nix. Und der Auspuff ist neu, zumindest der Rest davon. So, schauen wir mal hier. Auch hier sieht die Antriebswelle, ist zumindest nicht gerissen. Und innen, gut, da ist es natürlich jetzt ölig, aber es sieht zumindest nicht so aus, als ob Fett ausgetreten ist. Die andere Seite, die ist trocken, weil hier kein Öl hingekommen ist. Wie sieht der Rest hier aus? So, die Ecken hier hinten, das sieht eigentlich ganz gut aus. Das hier sind die Bremsleitungen, die sehen auch noch sehr gut aus. Gehen wir mal weiter hier rüber, dann haben wir hier Benzinleitungen. Ist das vor dem Rücklauf wahrscheinlich? Ne? Ist natürlich jetzt durch das Öl relativ gut konserviert. Ja, auch hier. Oh, sehr gut abgestützt. Naja, egal, das Auto ist ja stabil, ist ja nicht durchgerostet. Also insgesamt macht das hier einen sehr guten Eindruck. Können wir mal so sagen. Okay, dann gucken wir mal von oben rein. Wo kommt das viele Öl her? So, auf den ersten Blick erkennt man nichts. Machen wir das hier mal ab. Das ist ja wirklich toll gemacht. Also da sehen wir schon was. Hier an der Seite kommt es irgendwie runter.
Kann man auch genau sehen, von wo. Nee. Kommt das aus der Kopfdichtung raus? Mal gucken. Ja, mit der Kamera kann man nicht so reingucken. Ich kann ja mal versuchen, ranzuzoomen. Das ist aber nur ein digitaler Zoom. Da sieht man jetzt hier, ist richtig viel Öl, ob es jetzt von hier oben runterkommt. Also der Christian hat gemeint, er hat zuletzt die Deckeldichtung neu gemacht. Aber hier hängt auch schon wieder was dran. Hier am unteren Rand. Und auch hier kann man jetzt hier was erkennen. Mal hier hingehen. Also so feucht sieht das jetzt nicht aus, das was man unten gesehen hat. Ja. Dann hier das Getriebe. Versuchen wir mal hier rein zu filmen. Ja, ist natürlich alles ölig und dreckig, aber so schlimm ist halt ein altes Auto. Da ist das eigentlich normal. So, gucken wir mal hier rein. Also hier ist jetzt auch ziemlich viel Schmand und Dreck. Das jetzt unter dem Vergaser bzw. Mono-Einspritzung. Da machen wir wohl mal den Deckel runter, dass man da ein bisschen mehr sieht. Ja, ist ja ganz schön viel Öl dran, ne? Also die Motorgehäuseentlüftung wirft einiges raus. So, gucken wir uns mal den Luftfilter an. Der Luftfilter geht noch. Der ist zwar ein bisschen dreckig, aber der tut's noch ein halbes Jahr. Würde ich jetzt mal sagen. Wenn er nicht teuer ist, bestelle ich einen neuen. Also diese Gehäuseentlüftung hier, das ist das orangene Teil. Da ist ganz schön viel Öl, was hier mit verbrannt wird. Das kann natürlich sein, wenn jetzt hier keine Dichtung drunter ist, dass dann halt dort das Öl vorbeiläuft und dann hier über den ganzen Motor drüber sifft. Schauen wir mal nach. So, mal gucken, ob mein improvisierter Zündkerzenschlüssel passt. Weil das Werkzeug, was ich hier habe, das ist nicht meins und ich habe so nicht so richtige Sachen. Und da habe ich jetzt hier aus einem Steckschlüssel und dieser Verlängerung und hier diesem Austreiber habe ich mir jetzt hier einen 19er Zündkerzenschlüssel gebastelt. Gucken wir mal, ob der funktioniert. So. Ich habe endlich eine Zündkerzennuss gefunden, die passt. Jetzt holen wir die Zündkerzen mal raus. In der Zwischenzeit habe ich hier eine Spezialkonstruktion gebaut. Und zwar habe ich beim Suchen in den Schubladen habe ich hier diese Druckpumpe gefunden. Und diese Druckpumpe, die passt zwar nicht direkt hier drauf, aber ich habe sie mit zwei Kabelbindern festgemacht. Und habe jetzt hier mal auf 1 bar aufgepumpt und lass das jetzt mal hier die ganze Zeit mal stehen und guck mal, ob der Druck irgendwie weggeht. Ja, schauen wir mal, ob wir irgendwo jetzt ein Problem haben. Und weiter geht's. So, dann wollen wir uns die Zündkerzen mal angucken. Also für mich sehen die sehr hell aus, was ich hier nicht so richtig deuten kann. Weil ich kenne das halt nur von richtigen Vergasermotoren, dass die so ein bisschen rehbraun sein müssen. Dann sind sie korrekt eingestellt. Man hat das gar nicht gesehen, doch mal gesehen. Moin Karl, weiße Kerzen können auch daher kommen, wenn man Sprit mit hohem Ethanolanteil fährt. Das muss nicht unbedingt dran liegen, dass er zu mager ist. Ich weiß ja nicht, wie läuft der denn? Stottert der, kotzt der, läuft der scheiße oder läuft der normal? Gegebenenfalls würde ich neue Kerzen reindrehen, 1000 Kilometer fahren und nochmal rausdrehen und gucken, ob die wirklich so weiß sind. Und dann vielleicht nur E5 tanken und nicht E10. Du könntest gucken, ob der Falschluft zieht noch. Das könnte auch dafür sorgen, dass er zu mager läuft. Das würde ich jetzt mal ausprobieren einfach.
Gut. Dann schauen wir mal weiter. Ich habe nämlich hier was ganz Lustiges vorbereitet. Ich habe hier nämlich einen Tablet. Habe für das Tablet eine Kamera. Und dann gucken wir jetzt mal in die Kerzenlöcher rein. Was wir da Lustiges sehen. Habe ich noch nie gemacht. Wird mal Zeit. Das ist übrigens so ein Teil mit so einem Wechselstecker von Mini-USB auf Normal-USB. Den kann man also auch beim Handy reinstecken. Viel sehen tut mir wenig, aber ich kann das aufzeichnen und dann kann man das nachher dann im Video sehen. So, jetzt haben wir gerade in die Kerzenlöcher reingeschaut. Leider weiß ich nicht, wo ich den um die Eckspiegel hin habe. Da hätte man sich auch die Ventile ansehen können. Na, das eine hat man ja gesehen. Das ist natürlich immer eine blöde Sache bei den Autos. Das sieht man jetzt hier. Na, hier ist alles eingeschweint mit Öl. Und was dann passiert, wenn Öl und Hitze zusammenkommen, hier steht sogar drin, ne, in der Schraube hier oben, die ist voll mit Öl, ist dann an meinem Passat 35i, war hier an diesem Zentralstecker von der Einspritzdüse, diese Kabel hier, die sind alle steinhart. Sind von dem Öl und von der Hitze sind die, wenn ich das jetzt knicken würde, würde das brechen. Und da hatte ich mal ein Problem gehabt. Da war hier in dieser Tülle war ein Kabel gebrochen. Und dann ging die zweite Stufe nicht mehr. Also zumindest war das so bei dem Passat. Da ist dann nur noch 70, 80 gelaufen. Ne? Und dann musste ich da eine Straßenrandreparatur machen mit irgendwas, was man halt so rumliegen hat. Und dann konnte ich wenigstens weiterfahren. Aber das ist eine eindeutige Fehlerquelle. In der Zeit hatte ich dann auch mal hier geguckt. Das, was ich da gesehen habe, gefällt mir gar nicht. Da habe ich irgendwie ein Déjà-vu. Weil hier, das ist die Wasserpumpe. Die Zahnräder sind auch alle sehr ölig. Und das war ja jetzt so ein Problem an meinem letzten Auto, wo also auch der Zahnriemen relativ viel Öl abbekommen hat. Hier ist es noch sehr wenig und dann ist er halt gerissen. Also hier ist scheinbar irgendwie ist hier oben ein Wellendicht drin, ein Simmering. Und der ist wohl undicht und da läuft es auf jeden Fall raus. Und das ist nicht wenig. Ne? Das hat man ja von unten gesehen, dass da alles voller Öl gewesen ist. Aber jetzt warten wir noch hier diese Prüfung ab. Ich guck mal. Ich mache mal das Licht wieder aus, sonst sieht man das nicht. Also ich weiß es nicht genau. Ich meine, ich hätte auf 1 Bar aufgepumpt. Also ein klein bisschen ist jetzt schon weg. Aber ich habe noch keinen Tropfen gefunden. Ich habe auch hier unten extra ein Tuch hingelegt, damit ich sehe, wenn was runtertropft. Das, was da jetzt liegt, könnte noch von dem sein, wo ich gekleckert habe. Weil als ich das ausprobiert habe, hatte ich die Kabelbinder noch nicht dran. Und da ist das Ding hier rausgepoppt und da ist hier ein bisschen rausgespritzt, das Zeug. Aber hier mit dem Kabelbinderprinzip hält das jetzt. Gut, dann beobachten wir das mal und gucken halt so in einer halben, dreiviertel Stunde nochmal rein, was jetzt hier die Druckanzeige, ob die sich großartig bewegt hat. So. Wir haben ein Ergebnis. Die Dreiviertelstunde ist rum und der Druck ist abgefallen. Zwar nicht viel, aber
Man sieht auch das Ergebnis. Es ist eine neue Stelle hinzugekommen. Also hier ist jetzt Kühlwasser auf dem Boden und hier. Ich habe den Lappen wieder weggetan. Und das kann man auch eindeutig sehen. Hier sieht man es sogar von oben. Ich zeig mal. Also hier ist der Kühler undicht. Da hat man ja auch die Ablagerung gesehen vom Kühlmittel. Also das hier ist nicht viel, aber das reicht schon, um den Kühler halt vorsorglich auszutauschen. Also da sieht man es jetzt eindeutig. Da das ja schön rot ist, tut der Kontrast natürlich dann schön abstechen. Und da hinten sieht man auch, da hängt jetzt schon ein Tropfen Licht. Und da sieht man jetzt hier, ist alles feucht. Und das sammelt sich dann auch hier auf diesem Träger hier oben, steht schon das Wasser drauf. So, und dann habe ich noch was entdeckt. Weiter hinten gibt es auch Tropfen auf dem Boden. Das war ich gewesen, als es übergelaufen ist. Aber hier, das ist auch nicht viel. Und man sieht jetzt hier auch, ich habe schon von der Ölwanne habe ich das schon abgeputzt. Hängt aber jetzt schon wieder hier so ein Tropfen dran. Und das kommt von hier oben. Ich guck mal, ob man es einfangen kann. Und zwar ist hier, ich weiß nicht, ob man es sieht. Ich sehe auf jeden Fall nichts mehr. Hier ist auf der Rückseite ist hier die Wasserpumpe, das Wasserpumpengehäuse auf der Rückseite. Und da geht so ein großer schwarzer Kunststoffschlauch geht da dran und der ist von hinten in die Wasserpumpe reingesteckt und da kommt ein bisschen was raus. Also da scheint der O-Ring irgendwie von dem Rohr, was da eingesteckt ist, scheint halt, wie es halt so passiert, ausgehärtet, ne? Und der ist dann undicht geworden. Und es läuft es dann auch an dieser Stelle raus. Aber es ist halt nicht viel, weil halt auf 1000 Kilometer ein Dreiviertel Liter, aber es sammelt sich halt. Ich weiß nicht, ob man es von hier oben sehen kann. Ich hole mal noch eine zweite Lampe. Also hier ist jetzt das, wo genau der Lampenkörper drauf zeigt, das ist das Gehäuse von der Wasserpumpe. Und hinten dran ist ein schwarzer Schlauch, der da dran geht. Man sieht ihn ein bisschen da an diesem Viereck, was jetzt genau in der Bildschirmmitte ist. Das ist halt hier, ist ein schwarzer Schlauch. So ein Kunststoffrohr, was halt drüben vom Motor kommt. Und das ist hier reingesteckt und da kommt es halt auch raus. Das ist halt normal bei so alten Motoren. Ne? Da passiert sowas halt, dass die Dichtungen hart werden und dann läuft es halt raus. Also haben wir da schon mal eine Ursache gefunden. Das mit dem Kühler mache ich auf jeden Fall, weil der sieht auch nicht mehr so schön aus und die kosten ja auch nicht viel. Und das mit dem Schlauch hinten an der Wasserpumpe, das überlege ich mir, weil das ist halt ein weitaus größerer Aufwand. Ich glaube, es ist einfacher, den Motor auszubauen, als da, oder das halt so lassen und mal beobachten, wie viel Wasser halt rausläuft. Also es hat tatsächlich funktioniert mit diesem Druckdingen. Wenn ich das nicht zufällig gefunden hätte, dann hätte ich das so gar nicht machen können und hätte wahrscheinlich dann morgen noch nach dem Fehler gesucht. Und das war jetzt der erste Teil vom Schrauben mit dem Rostumwandler hier am Polo vom Max. Und jetzt schauen wir mal, was halt im nächsten Teil passiert. Ob wir hier noch weitere Sachen finden, Leckagen vom Kühlwasser. Ich habe jetzt hier auch so eine Markierung auf den Manometer geklebt, um halt feststellen zu können, ob halt der Druck jetzt wie weit der abgefallen ist. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es ist immerhin mein erstes Video, was ich jetzt selber produziert habe. Und freut halt euch auf weitere Folgen.